I am the Jochen, das ist der Frühsport für Mittwoch, den 31. Juli 2024. Schönen guten Morgen. Ich stehe am Bahnhof Lille-Europe, das ist der zweite große Bahnhof hier in Lille. Dem einen bin ich angekommen, an dem zweiten fahre ich weg. Ich warte noch auf meinen Zug. Noch ist nichts da, wird bald kommen, denke ich mal. Und dann geht es zurück nach Paris, denn das nächste Programm wartet dort wieder auf mich. Basketball gestern Abend war erfolgreich. Deutschland gewinnt gegen Brasilien und steht vorzeitig im Viertelfinale. Apropos erfolgreich, gestern die Tennisspiele auch erfolgreich gewesen. Antje Kerber auch im Viertelfinale. Und ich gehe mal mit euch ein bisschen das Gleis entlang, würde ich sagen. Da haben wir ein bisschen Action. Hinten steht noch ein anderer Zug, aber der betrifft mich nicht. Genau, also Antje Kerber auch im Viertelfinale, Zverev noch dabei. Aber auch die alten großen Herren hier, Andy Murray im Viertelfinale im Doppel, genauso wie Rafael Nadal mit Alcaraz zum Beispiel. Auch Köpfer-Struff aus deutscher Sicht haben das geschafft. Krawitz-Pütz meines Wissens auch noch mit dabei. Also es wird noch ein interessantes Tennisturnier, würde ich sagen. Ansonsten gibt es zu berichten, dass Simone Biles wieder zugeschlagen hat. Gestern ist Olympiasiegerin geworden. Wahnsinn. Also was die da runterreißt mit knapp 40 Jahren, ist schon sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Wer hat gestern noch was gerissen? Die 3 gegen 3 Basketballerinnen schlagen die USA. Völlig überraschend. Respekt. Spielen heute gegen Australien in ihrem zweiten Spiel. Die Hockey-Teams heute wieder beide im Einsatz. Wildes Programm hier. Die Frauen gegen die USA, die Frauen gegen Frankreich. Das ist natürlich hier mit großer Heimunterstützung versehen. Und die Männer im Rivalitätsklassiker gegen die Niederlande. Also da ist auch einiges geboten heute. Wieder dazu eine Menge Entscheidungen, die ich wieder nicht alle aufzählen möchte und kann, weil ich sie nicht weiß, schlichtweg. Aber das volle Programm findet ihr natürlich dann auf den übertragenen Sendern im Ersten heute und bei Eurosport. Da gibt es das alles dann zu sehen. Sonst noch ab 17 Uhr wieder Tennis bei Sky aus Washington, was keiner sehen will. Ich glaube, das sage ich gar nicht mehr an. Wenn es irgendjemand guckt, schreibt mir bitte in die Kommentare rein. Aber ich glaube nicht, dass das jemand sehen möchte. So, jetzt bin ich jetzt gleich einmal abgelaufen. Jetzt stehe ich hier, wo dann mein Wagen idealerweise auch bald zum Stehen kommt und dann geht's zurück und dann melde ich mich wieder aus Paris. Mal gucken, was da heute so alles los sein wird. Habt einen schönen Tag und danke fürs. Es gab was selten war der Hintergrund so unhübsch wie heute hier. Jetzt nicht nur der Vordergrund, auch der Hintergrund. Jetzt kann ich noch unten auf die andere Seite, dass das noch düster irgendwie. Naja, also das können wir besser. Wir arbeiten dran, nachher wird's wieder schöner. Bis dann.